Ist es nicht gut, dass dann jetzt jeder machen kann, was er will, nur weil das mal verboten war? Ich finde einfach, dass wir in der Zukunft alle zusammenleben und das alles gemischter ist. Wenn ich als schwarze Person einer weißen Person sagen soll, mach's nicht, die weiße Person wird's sowieso machen. Azizam, kennt ihr Blackfacing? Das ist so eine Praxis aus dem 18. Jahrhundert, wo sich weiße Menschen im Theater Ruß ins Gesicht geschmiert haben, um sich lustig zu machen über schwarze Menschen. Und das zu einer Zeit, wo schwarze Menschen gar nicht erst auf die Bühne durften. Jetzt gibt es so einen neuen Trend, der heißt Blackfishing. Und da geht's darum, dass sich KünstlerInnen so ein bisschen dunkler schminken, ein paar Hauttöne dunkler. Und da wollen wir darüber diskutieren heute, ist das eigentlich kulturelle Wertschätzung? Oder ist es kulturelle Aneignung? Ich bin Fabienne Sand, ich bin freie Autorin, Redakteurin aus Berlin und beschäftige mich in meiner Arbeit viel mit Themen wie Diskriminierung oder Rassismus. Blackfishing ist eine Praxis, die eng verwoben mit kultureller Aneignung funktioniert und vor allem im Social-Media-Kontext wieder viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Hierbei eignen sich weiße Menschen Light-Skinned oder Dark-Skinned Features an. Das heißt, sie schminken sich dunkler und performen quasi in sozialmedialen Räumen eine nicht weiße Person. Mein Name ist Enyonam. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Studentin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und bin gleichzeitig auch Teil von einem DJ- und MC-Kollektiv, das sich Baden Bougie nennt. Der Unterschied zwischen kultureller Aneignung und kultureller Wertschätzung ist, dass man, wenn man etwas wertschätzt, dann möchte man auch, man unterstützt man die Sache. Und bei kultureller Aneignung ist es einfach so, dass man sich die Sachen aneignet. You take it for yourself. Und das sollte nicht sein. Ich bin Lana, ich bin 24 Jahre alt und bin Studentin aus Berlin. Ich denke, es ist wichtig, eine Gegenposition zu dem Thema Blackfishing zu haben, weil man das Thema meiner Meinung nach nicht nur einseitig sehen kann, selbst wenn man betroffen ist. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass man sich mit den Leuten, dessen Kultur es betrifft, auseinandersetzt, also dass man mit denen redet, dass man auch ein Gefühl dafür hat, was für die Leute oder für viele der Leute verletzend ist und was nicht. Ich bin Jana Heinemann und ich bin Modedesignerin und habe mein eigenes Label Impari Moda hier in Berlin. Ich finde das heutige Thema, worüber wir sprechen, Blackfishing, sehr wichtig, weil es auch meinen Laden betrifft, weil dort viele Leute mich auch darauf ansprechen, wie komme ich darauf, afrikanische Stoffe mit europäischer Moderne zu verbinden. Kulturelle Wertschätzung für mich ist, dass du andere Kulturen interessant findest, dich von denen inspirieren lässt. Richtig schön, dass ihr heute wieder da seid bei unserer Produktion. Noch ein herzlich willkommen an unsere Gäste. Schön, dass ihr da seid. Ich würde direkt anfangen mit dir, Fabienne. Shireen David ist ja in letzter Zeit sehr erfolgreich geworden und betreibt aber ganz stark Blackfishing, also ne, schwingt sich gerne mal ein bisschen dunkler. Was macht das mit dir? Mir ist es voll wichtig zu sagen, dass Shireen David keine weiße Frau ist. Shireen David ist auf jeden Fall Mixed Race. Ich glaube, ihr Vater kommt aus dem Iran, wenn ich mir... bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist sie nicht ganz weiß. Anyway, eignet sich Shireen David sowohl in den Videos als auch auf ihrem Instagram-Kanal immer wieder andere Kulturen an, versucht als schwarze Frau zu performen. Und ja, das nervt tatsächlich. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass sie als Künstlerin in Deutschland, als deutschsprachige Künstlerin in Deutschland eine total große Reichweite und Stimme hat. Und dass eine Reichweite ist, die Women of Color, vor allem schwarze Frauen, niemals erreichen könnten. Und ja, das stört mich und macht mich irgendwie wütend. Ja. Kleine Nachfrage, macht das einen Unterschied, ob das eine weiße Person ist oder eine nicht weiße Person ist, die Blackfishing betreibt? Ja, tatsächlich ja. Weil wenn ich davon ausgehe, dass eine zum Beispiel light-skinned schwarze Frau sich vielleicht mal dunkler schminken möchte, weil ihre Pigmentierung am Körper oder ihr Aussehen für sie einfach noch gar keine klare kulturelle Identität hat oder gar nicht so eindeutig ist, wie das für andere Menschen vielleicht zu sein scheint, ist das eine ganz andere Praxis. Und was, wenn ich es machen würde? Wenn du es machen würdest, wäre es natürlich nicht so cool. Ja. Ja. Du bist im DJ-Kollektiv bei Baden Bougie und außerdem Background-Sängerin bei der Rapperin Ebbo. Und du bist dementsprechend häufig in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Ist dir das schon mal begegnet, dass Menschen blackfischen? So in real life? In real life. Guck mal, ich gebe euch währenddessen euren Chai. Bitteschön.
Das für dich. Danke. Ist das für dich? Ich würde sagen, ja. Weil auch Braids tragen gehört zu Blackfischen meiner Meinung nach dazu so. Und das, darauf trifft man schon sehr oft zu in der Hip-Hop-Szene. Ja, was macht das mit dir? Es macht mich sauer, es macht mich traurig. Alana, kannst du das verstehen, wenn sich schwarze Menschen dadurch einfach auf den Schlips getreten fühlen? Also irgendwo kann ich es verstehen. Ich finde, man sollte das auch respektieren, weil es sind ja relevante Gefühle, die irgendwie da sind. Allerdings finde ich halt, man sollte daraus keine generalisierte Aussage treffen. So, das darf jetzt niemand Weißes mehr keine Braids tragen oder sich nicht mehr dunkler schminken. Weil ich finde es halt sehr wichtig, dass jeder das macht, wie er sich schön fühlt. Aber das würde ja auch bedeuten, dass du es legitim finden würdest, wenn eine weiße Person sich einfach aktiv dunkler schminkt und dann ja auch damit in Richtung Blackface zum Beispiel geht, was ja auf jeden Fall eine rassistische Praxis ist. Aber Blackface ist ja was anderes. Also wenn voll, aber du hast ja gesagt, dunkler schminken. Ja, das finde ich auch okay. Also ich stimme dem zu, was okay. du gesagt hast. Viele sprechen auch davon, dass Blackfishing, wie du auch gerade schon ein bisschen anklingen hast, ein Teil von kultureller Aneignung ist. Und da geht es darum, dass, ne, wenn das, weiße Menschen sich irgendwie Kleidung, Accessoires, unterschiedliche Sachen, Dinge aus anderen Kulturen quasi aneignen, ohne zu wissen, wie es eigentlich der Person geht oder den Menschen in dieser Gruppierung geht, vor allem im globalen Norden, dann, ne, in diesen Strukturen klarzukommen. Du, Jana, du hast ja ein Modelabel, Impari Moda, ist das richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Impari Moda, und du benutzt auch Muster, die aus dem afrikanischen Kontinent kommen. Ist es nicht auch in einer gewissen Form Blackfishing? Wie stehst du dazu? Also ich stehe dazu, dass mir die Stoffe einfach gefallen, dass ich nicht möchte, dass ich irgendeine Kultur nachahme oder irgendwie genauso aussehen möchte wie irgendwer anders, sondern ich mache einfach das, was mir sehr gefällt, und ich möchte, dass meine Kleidung einfach auch die Farben, dass die mich halt inspirieren, einfach auf die Straße kommen. Und ich mische ja nicht, also ich benutze nicht die Schnitte von den afrikanischen traditionellen Kleidung, sondern was meinst du mit afrikanischen traditionellen Kleidung genau? Also die Kangas und diese Kleider, die oft sehr eng sind. Und wird das in ganz Afrika getragen? Ich will nicht überall, nein, aber jeder trägt ja, was er möchte. Aber ich finde, dass das halt oft bei vielen afrikanischen Modelabels oft die Basics sind. Und die habe ich jetzt halt nicht. Ich mache halt meine eigenen Schnitte. Ich finde einfach, dass wir in der Zukunft alle zusammenleben und das alles gemischter ist und dass man sich nicht nur immer sagen kann, man ist das und man ist das. Fabian, du hast ja den ersten Artikel über Blackfishing geschrieben, in deutscher Sprache, quasi im deutschen Kontext, und da beschreibst du so etwas, oder du erzählst von einer, nicht von kulturellen Aneignung, sondern kulturellen Wertschätzung. Wo siehst du da die Trennung, beziehungsweise bis wohin ist es kulturelle Wertschätzung und ab wann ist es eine kulturelle Aneignung? Also jetzt gerade vor allem auf deine Antwort gemünzt, würde mich jetzt voll interessieren, woher du die Stoffe beziehst und ob du vielleicht auch in dem Kontext darüber nachgedacht hast, wie die produziert wurden, wer sie dir gibt, was die bedeuten, was kulturelle Bedeutungen sind. Wir haben jetzt gerade über afrikanische Stoffe gesprochen. Es gibt keine afrikanischen Stoffe. Ja, also es gibt auch keine europäischen Stoffe. Es gibt vielleicht Stoffe aus Deutschland, es gibt auch Stoffe aus Ghana, aber Afrika ist ein Kontinent, es ist kein Land, deswegen gibt es keine afrikanischen Stoffe. Und ja, kulturelle Wertschätzung wäre in dem Kontext ja irgendwie ganz anders, also hätte ganz andere Grundlagen, weil das zum Beispiel bedeuten würde, okay, ich habe vielleicht Frauen in Berlin, die Stoffe produzieren, die African Heritage haben und die ich damit supporte, wenn ich sie kaufe zum Beispiel. Ja. Wie die dann verarbeitet werden, okay, das muss ich jetzt außen vor lassen, weil es ist ein super komplexer Vorgang, aber Appreciation würde damit anfangen, nachzuvollziehen, okay, wem gebe ich mein Geld für diese Stoffe und wessen Business supporte ich? Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte gerne ein Kleid kaufen, was einem kongolesischen Kleid ähnelt zum Beispiel, würde ich halt niemals auf die Idee kommen, zu einer weißen Person zu gehen und das zu kaufen, weil ich immer die schwarze Person, die in Deutschland meinetwegen ein Business macht, supporten wollen würde. Oder gegebenenfalls die Person, die im Kongo produziert und die ich dann supporten könnte. Aber das sieht man doch gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und dann trage ich ein kongolesisches Kleid, so, ich meine, ja, lol, ich hätte es bei einer Kongolesin hätte kaufen können und vielleicht aber auch da gewesen sein können. Aber ich meine, das siehst du ja dann nicht, wenn ich in der U-Bahn bin. Aber darum geht es ja. Also warum ist es wichtig, das zu sehen, ist die Frage. Es ist ja
wichtig, was passiert ist, was die Handlung war, also was quasi diesen kulturaneignenden Prozess oder kulturappreciaten Prozess befeuert. Und wenn das eine Handlung ist, die einen lokalen Business oder eine Person, die Struggles hat zum Beispiel, supportet, wenn es zum Beispiel finanzielle Struggles sind, dann will ich bei dem Business mein Geld lassen und nicht bei dem Business einer weißen Frau, die halt andere Struggles hat oder keine Struggles hat. Ich möchte dazu gerne was sagen, weil die Stoffe, die beziehe ich von einem Kleinunternehmer aus Kenia und einem Kleinunternehmer aus Ghana und ich unterstütze die damit. Cool. Also die verdienen das Dreifache von mir, was die sonst auf der Straße bekommen. Und ich kenne die persönlich und ich finde, für mich ist es sehr wichtig, dass ich auch Leute, wenn ich diese Stoffe beziehe, weil ich beziehe die nicht aus einem Afro-Shop hier um die Ecke in Berlin, sondern... Das wäre daran schlimm, wenn... Nee, aber weil ich da nicht genau weiß, wer steckt dahinter, wo haben die das her? Ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich möchte, dass die Leute wissen, dass bei mir ist komplett sustainable. Und trotzdem, ne, könnte ich ja jetzt argumentieren und sagen, und das kann ich vielleicht an dich spielen, ne, also ich sehe dich und du erzählst, hey, das ist, ich habe irgendwie ein Modelabel und ich versuche auf jeden Fall holistisch, also ganzheitlich ranzugehen, die Gelder fließen an die Menschen, die das wirklich produzieren, aber du hast auch eine ganz bestimmte Ästhetik. Ich sehe, du hast den kleinen Afrika-Ohrring, so von dem Kontinent, deine Haare, deine Frisur ist sehr, ne, kommt aus einer ganz bestimmten kulturellen Ecke. Wie siehst du das? Ist das damit dann quasi, ist dann kulturelle Aneignung weg, sobald nachvollziehbar wird oder sobald sichtbar ist, dass die Gelder an die richtigen Personen geflossen sind? Nein, denke ich nicht, dass es damit wegkommt. Einfach, weil ich frage mich auch, warum müssen weiße Personen diese Sachen tragen? Wir, also schwarze Personen konnten eine Zeit lang nicht einfach so in den Ländern, in denen wir hier leben, in deren Kleidung rausgehen, ohne dass sie irgendwie kritisiert worden sind und unterdrückt worden sind. Und man kann es teilweise heute noch immer nicht. Aber warum sagt man, nur weil die einen das mal nicht durften, darf das jetzt, also weißt du, warum, wo ist da der Zusammenhang? Also ist es nicht gut, dass dann jetzt jeder machen kann, was er will? Aber kann es nur nicht. Weil das mal verboten war? Nein, aber warum kann nicht jeder machen, was er weil will? Kannst du machen, was du willst? Hast du das Gefühl, du kannst machen, was du willst, als nicht weiße Frau in Deutschland? Ja, schon. Eigentlich. Okay, das Gefühl habe ich nicht. Dann lucky for you. Und das ist voll gut, wenn du das Gefühl hast. Ich wünsche dir das und ich finde das geil. Wirklich. Ja. Aber ich weiß, dass es nicht jeder kann und nicht jeder fühlt. Ja. Du trägst zum Beispiel Bantu-Knots. Ich, also nicht nur ich, sondern viele schwarze Personen, die hier in Österreich, in Deutschland aufgewachsen sind, mussten sich assimilieren. Und das heißt, hieß auch, dass ihre Haare eine gewisse Art und Weise tragen mussten, um akzeptiert zu werden. Ich kann nicht immer mit Bantu-Knots herumlaufen, ohne dass weiße Personen vor allem sehr viel in diese Frisur hineinlesen und dann automatisch auch viel in mich hineinlesen. Aber wie kommst du genau drauf, dass sie das auf dich reinlesen? Also wie sagen die daraus schließt? Naja, also mir fällt schon auf, dass ich im Gegenzug von wenn ich jetzt mit einer weißen Person im selben Raum bin, werde ich anders behandelt als diese weiße Person. Und wenn schlechter behandelt. Natürlich. Okay. Also. Aber ich meine, es ist ja nicht nur auf der persönlichen Ebene, ne? Weil das ist eine Ebene, aber es gibt ja noch andere Ebenen. Genau. Ne? Voll. Das ist Meta. Das ist ja nicht. Was heißt das Meta? Das heißt dazwischen. Also es ist halt nicht, du bist kein guter Mensch, bitte geh beiseite. Ich möchte die andere Person sprechen, sondern das sind Gesten, das sind Zwischenebenen, die passieren, die, glaube ich, immer ranwachsen als nicht weiße Person in weißen Ländern. Konstant mit dir zusammenhängen, du damit konstant konfrontiert wirst und die dich natürlich prägen und natürlich auch, genau das, was du sagst, alltagsrassistische Szenarien einfach immer wieder aufleben lassen. Und ich glaube, und deswegen will ich auf gar keinen Fall sagen, dass du diese Gefühle nicht haben darfst, die darfst du haben und das ist voll toll, dass du die hast. Aber es ist total wichtig wahrzunehmen, dass die Struggles, die du vielleicht nicht hast, vielleicht andere schwarze Personen haben. Also es ist mir super bewusst. Also das ist wirklich keine Frage. Aber ich glaube auch deswegen ist die Diskussion sehr problematisch, weil jede Person, die Erfahrungen der Person, die kommen einfach so krass in diese Diskussion mit rein. Und weil ich jetzt nicht wirklich negative Erfahrungen hatte, also es ist schon mal vorgekommen, dass irgendwie in der Schule drüber gelacht wurde, weil man ein Afro hatte oder sowas. Aber ich habe das halt nie als besonders schlimm wahrgenommen, weil jeder in der Schule für irgendwas aufgezogen wurde. Und bei mir war es dann halt der Afro, weil es hat keine andere Reibungsfähigkeit gehabt. Aber ich habe es nicht wahrgenommen, als weil ich eine andere Hautfarbe habe, werde ich schlechter behandelt. Und ich glaube, das ist irgendwie, ja, das vielleicht dann auch ein Problem ist für mich, das mit dem Blackfishing nachzuvollziehen. Aber ich glaube trotzdem, dass man diese Aussage, nie, also keine weiße Person darf sich dunkler schminken oder Bantu-Knots tragen oder whatever, nicht
nur auf einer Gefühlsebene beantworten kann, wo ich das Gefühl habe, was von der Gegenseite kommt. Ich könnte dagegen argumentieren und sagen, okay, es gibt ja trotzdem Praktiken, so eine, vor allem auf dem Arbeitsplatz, dann irgendwie, wenn meine schwarzen Geschwister dann irgendwie Braids tragen, quasi, ne, geflochten Haare, ich sehe dich, du kommst, ich gebe das gleiche Wort an dich weiter, dass dann quasi immer dieses, was da mitschwingt, ist immer so dieses, es ist unprofessionell, glätte bitte deine Haare. Also das heißt eigentlich, dass wir gar nicht auf der persönlichen Ebene bleiben, sondern das hat einen Einfluss darauf, quasi, wie wir uns bewegen in den Strukturen, wie wir, ne, auf dem Wohnungsmarkt, aber sollten da nicht mehr Leute die Braids tragen, damit es als normal angesehen wird? Das ist noch mit Tattoos genau dasselbe. Aber die Normalisierung von weißen Leuten ist nicht gleich die Normalisierung bei nicht weißen Leuten. Das ist einfach faktisch nicht der Fall. Aber meinst du nicht die Normalisierung? Also, es ist zwar eine sehr traurige Aussage, aber wenn weiße Leute sich, ne, diese Sachen machen, die aus der schwarzen Kultur kommen, wenn weiße Leute das dann auch immer mehr sehen, und dann sehen sie es ja auch bei Schwarzen, dass es dann einfach zu einer Normalität wird und es einfach in dieser globalisierten Zeit dann einfach normal wird und es dann auf einmal kein Thema mehr ist und wir uns über sowas nicht mehr unterhalten müssen. Würdest du da mitgehen, Elisabeth? Also ich bin ehrlich, grundsätzlich nicht, weil ich wünschte mir, als POC in Berlin, dass man über sowas nicht mehr reden müsste. Und ich würde mir auch wünschen, dass man sich nicht immer erklären müsste. Aber es ist einfach Fakt, dass wir in einem strukturell rassistischen System leben. Aber für was musst du dich dann erklären? Ganz kurz. Und viele Dinge von früher, viele Verbote, viele Dinge, die passiert sind, noch immer da sind. Mein Vater wird als schwarzer Mann immer noch sehr schlecht behandelt. Mein Vater ist immer noch massiver Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt. Nur weil Dinge früher noch schlimmer waren, als sie jetzt sind, heißt es nicht, dass sie nicht mehr schlimm sind. Und ich bin einfach ehrlich, wenn dann Leute in einer sehr privilegierten Person etwas unserer Kultur aneignen. Ich bin auch light-skinned. Ich habe auch noch mal mehr Privilegien als sie zum Beispiel. Das ist mir auch bewusst und dir bestimmt auch. Aber es ist einfach eine ganz andere Diskussion. Und ich finde, in dieser Diskussion, wenn es um kulturelle Aneignung geht, wenn es um Rassismus geht, um strukturellen und systematischen Rassismus, dann sollte die Deutungshoheit auch einfach bei uns grundsätzlich liegen, weil weiße Personen wissen nicht, was wir erfahren. Sie wissen nicht, wie wir durchs Leben gehen oder gegangen sind. Und das ist einfach so. Und uns wurde so lange keine Stimme gegeben. Wir durften so lange unsere Geschichten nicht erzählen. Und genau deswegen ist es so, wie es heute ist, weil keiner uns zugehört hat. Und genau deswegen müssen sie uns jetzt einfach zuhören, weil anders geht es ja nicht. Ja, absolute Zustimmung, kann man absolut nichts gegen sagen. Ja. Ich würde ganz super, gerne sagen, dass man an der Aussage schon hören kann, dass hier irgendwas falsch läuft in der Gesellschaft, wenn der Maßstab ist, dass die Weißen irgendwas normalisieren müssen. Und wenn die Weißen das alles machen, dann ist es normal. Ja, das habe ich auch vorher gesagt. Ist halt auf jeden Fall so. Mich würde gerade richtig interessieren, was die Community, unsere Familie da draußen eigentlich denkt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, findet ihr eigentlich, dass weiße Menschen das auf jeden Fall tun sollten? Das ist einfach eine Art von kultureller Wertschätzung oder das ist eine Sache, ganz klar, kulturelle Aneignung, und wir sollten wirklich nicht mehr diese Diskussion führen. Ich würde voll gerne noch mal einen Schritt weiter gehen. Und zwar Bereich Hip-Hop. Ne? Hat auch Tradition, kommt aus Schwarzen und Latinx-Gruppierung, hat da den Ursprung in den Staaten. Und mittlerweile aber, ich meine, es wurde so kommerzialisiert, man hat auch mittlerweile weiße Menschen, die im Hip-Hop-Geschäft sind, im Rap-Geschäft sind. Könnte ich jetzt auch argumentieren, also könnte ich behaupten und sagen, ja, das ist auch kulturelle Aneignung? Was sagst du, Annie? Ich finde es schwierig bei Hip-Hop, weil Hip-Hop, also Rap, ist Storytelling. Und if you're trying to tell your own story, bei Rapping ist das okay, aber wenn du jetzt versuchst, irgendwie andere Künstler, schwarze Künstler nachzuahmen und so wie die deren Story erzählen, dass du deine Story genauso erzählst, dann ist es ein Problem. Mhm. Weil du kannst... es macht einfach für mich keinen Sinn, warum eine Person, die nicht in einer Gegend aufgewachsen sind, wo Gangster-Rap irgendwie... oder wo gewisse Sachen passiert sind, nicht dort herkommen, macht es für mich keinen Sinn, warum man jetzt hier in Deutschland so tut wie der härteste Gangster-Rapper. It makes no sense. Woran mich das erinnert, ist so ein bisschen was so in Deutschland, habe ich den Eindruck, so gerade ein bisschen mehr trendy wird, ist dieses Voguing. Das ist ein Tanzstil, der zu Beginn der 1980er Jahre in der Ballroom-Szene der marginalisierten queeren Subkultur New Yorks entstand. Das steht jetzt so sehr hochgestochen da, aber es sind quasi einfach queere Menschen, die dann irgendwie sowieso schon richtig am Rande der Gesellschaft sind, sich dann was krass ausgedacht haben, kreativer Ausdruck. Und jetzt mittlerweile aber kann man Voguing auch in Tanzschulen lernen. Es wird mehr und mehr Mainstream. Wie siehst du das? Wenn du weißt, dass es eigentlich aus einer ganz bestimmten Gruppe kommt, aber jetzt ist es Mainstream geworden und weiße Menschen tanzen das. Wie siehst du das? Super interessant. Also meine Schwester macht Voguing, natürlich dieselben Teil wie ich. Und die ist in
Berlin jetzt neulich bei einem Tanzkurs gewesen. Der ist gesplittet, also die Tanzschule ist gesplittet. Es gibt Voging-Kurse nur für Schwarze, weil sie dann den Safe Space schaffen wollen. Und Voging-Kurse nur für Weiße. Und das finde ich total super. Also, weil ich finde, das ist so der perfekte Weg, wie man damit umgeht. Ich würde nicht sagen, dass man es irgendwem verbieten kann, weil es sieht halt wirklich auch echt cool aus. Und ich finde, jeder hat das Recht, diesen Tanz hier zu lernen. Und es sind auch super viele, also hat sie mir erzählt, super viele Leute, die eh aus dem Tanzgeschäft kommen und halt super viel mit Tanz zu tun haben. Und dass sie halt auch das ausprobieren dürfen und dann nicht denen vorgeschrieben wird, okay, das darfst du nicht, weil du nicht schwarz bist. Natürlich hat jeder das Recht zu Sachen, aber die Umsetzung ist halt nicht so. Nicht jeder bekommt immer das Recht, gewisse Sachen zu machen. Nicht jeder bekommt, hat dieselben Zugänge, nicht jeder hat dieselben Accesses to do stuff. Deswegen hat nicht jeder Recht, gewisse Sachen zu machen. Wenn weiße Personen Voging lernen können, weißt du, wenn ich als schwarze Person einer weißen Person sagen soll, mach's nicht, die weiße Person wird es sowieso machen. Mhm. Aber mir ist halt nur wichtig, dass man nicht zu so weißen Leuten geht und sagen so, hey, ich möchte von dir Voging lernen. Aber wenn jemand das ganz lange schon trainiert hat und zum Beispiel sich darauf spezialisiert hat, kann man in sowas auch gut werden. Ich finde, jeder Mensch, aber darum geht's ja gar jeder nicht, Mensch ne? ist ja immer in einem Prozess, das heißt ja nicht, sich selber zu entwickeln. Nee, ich meine, ja. Also dass jeder selber sich ja, irgendwie in einem Prozess selbst entwickelt und auch andere Sachen, die er einfach durch Freundeskreis, durch Familie einfach übernimmt. Bei mir ist es auch viel. Mein Freund ist Nigerianer, meine Freunde, kommen von überall. Und dieser Mix, der finde ich, der macht einfach mein Leben. Natürlich. Und das ist halt auch das, warum man das übernimmt. Voll fair, aber du hast einen anderen Zugang, du hast andere Accesses, du kriegst einfacher Zugang zu gewissen Sachen als deine nicht weißen Freunde. Und das ist einfach leider so. Und ich wünschte auch, dass ich mehr Zugang zu Sachen hätte. Ich wünschte auch, dass ich mehr Accesses hatte. Aber es ist einfach nun nicht mal so. Einfach weil wir in Ländern leben, die weiß dominiert sind und wo Sachen, also wo uns Steine in den Weg gestellt werden, die dir nicht in den Weg gestellt werden. Mhm. Und deswegen kann, weißt du, es gibt genug nicht weiße Personen, die super gut im Vogen sind, aber die sind dann nicht so erfolgreich wie weiße VogerInnen, die einfach mehr Zugänge haben. Vor allem, ich glaube, der Unterschied ist ja auch nochmal, wenn es hart auf hart kommt, du kannst deine Hautfarbe nicht ablegen. Ich kann mein Kopftuch nicht ablegen. Du kannst deine Haare aufmachen, du kannst deine Afrika-Ohrring kannst du ablegen. Und du kannst dann zu deinem Bewerbungsgespräch hingehen, du kannst zu deinem Wohnungsmarkt hingehen und sagen, hallo, ich bin Diana. Mhm. Dürfte ich für den Job haben? Das würde ich nicht machen, weil das nicht ich bin. Ja, okay, also, aber du kannst es ja machen. Es geht nicht darum, ja, was du performst, sondern dass du es möglich machen kannst für dich. Okay, ich habe eine Speedrunde. Es ist Pest oder Cholera und es ist, ich liebe dieses Spiel, weil es sind einfach so zwei richtig schlimme Sachen und ihr müsst euch entscheiden. Ich lese sie einfach vor und ihr müsst euch entscheiden zwischen Pest oder Cholera. Also, für dich, Annie, wird hart, bist du bereit? I'm nervous, man, Digga. Sich weiß anmalen und so auftreten oder einen sehr gut bezahlten Gig absagen, weil nur eine Mindestanzahl von schwarzen Menschen in den Club darf. Ich darf nicht diskutieren, ich muss einfach Antwort geben. Doch, du kannst, wenn du willst, diskutieren. Du darfst machen, was du willst. So, als ich kann mir nicht immer aussuchen, wo ich auflege. Und wenn es gut bezahlt ist, ist schwierig. Aber einmal in Whiteface herumlaufen, just to make fun of white people, would be fun. Geil, Mann. Jana, nie wieder afrikanische Stoffe in deiner Kollektion verwenden oder dein Label an H&M verkaufen? Boah, wollte ich beides nicht machen. Also, ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden. Ich würde niemals. Und wenn du dich entscheiden müsstest? Nee. Also, wenn, dann würde ich vielleicht meine Stoffe selbst entwickeln. Lana, bist du bereit? Nie wieder die Haare glätten oder einer weißen Frau Braids flechten? Also, du bist ja bei mir in der falschen Adresse. Ich habe kein Problem damit, einer weißen Frau Braids zu flechten. Das war die erste Sache nochmal? Nie wieder Haare glätten. Ja, steht mir jetzt eh nicht so, aber also ja, würde ich auch mal machen. Warum nicht? Fabienne, aufhören auf Instagram Bildungsarbeit zu Blackfishing zu machen oder Shirin David interviewen? Ich würde auf jeden Fall Shirin David interviewen. Ja, geil. I make space for her, I let her talk, it's okay.
Geil, Mann. Ja. Voll nice. Warum nicht? Richtig nice. Wir sind auch schon quasi am Ende unserer ersten Folge. Voll schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch nächste Woche geht das weiter. Heute haben wir darüber gesprochen, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen kultureller Aneignung und kultureller Wertschätzung? Ne? Wo sind da die Grenzen? Nächste Woche werden wir nochmal darüber diskutieren. Ist es eigentlich okay? Darf Schwarzsein eigentlich ein Trend sein? Es wird richtig killer. Ihr müsst da sein. Und übrigens, abonnieren. Liken, weil ihr wisst, ich habe schon mal gesagt, es ist unser Gehalt. Mach, klick rauf. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt über Blackfishing, klickt bitte hier. Und wenn ihr über dasselbe Thema noch ein anderes Video sehen wollt von unserem tollen Kollegen Yeboah, klickt bitte hier. Und nicht vergessen, abonnieren und die Glocke läuten.